Du willst mir sagen, ich habe noch nie was von Synergie gehört? Da bist du aber falsch. Wir sind ja schließlich bei Let's Play Golden Sun 3D Die Dunkle Dämmerung. Deswegen sind wir hier auf der Durchreise. Wir sind jetzt in Harappa von den Ruinen hierher gekommen auf der Durchreise. Ja, wie gesagt, und wir wollen nach Norden, sind aber jetzt leider im Süden. Und der will uns sagen, wir haben noch nie was von Synergie gehört? Da ist er falsch. Und hier muss es gleich mal beweisen. Hey, ein Feuer! Er hat ein Feuer mit Hilfe von Synergie gemacht. Boah, ein Feuer, das war echte Synergie. Los, lösch das Feuer. Tyrell, lösch es sofort. Ich kann nicht. Du kannst nicht? Was soll das heißen? Dass er einfach ein Feueradept ist und kein Feuer löschen kann. Ein Feueradept kann Feuer entfachen, aber es nicht löschen. Das ist unsere Schwachstelle. Dafür haben wir ein Wasseradepten. Prima gemacht, Rief. Ich bin beeindruckt. Nun, ich bin nicht umsonst ein Wasseradept. Hatten wir nicht vereinbart, dass du aufhörst, in der Öffentlichkeit Synergie zu wirken, Tyrell? Soll ich grinsen? Ich mache einfach ein trauriges Gesicht. Ja, ich glaube auch, dass Garrett traurig wäre, wenn er wüsste, wie schnell sein kleiner Tyrell Versprechen bricht. Ich stimme dir zu, Chiara. Danke, Jeff. Meister Krat hat uns immer gepredigt, dass wir unsere Kräfte niemals zu unserem eigenen Vergnügen nutzen sollen. Die Synergie ist eine Gabe und Menschen dürfen sie nicht so leichtfertig einsetzen. Aber ich glaube, alles wird gut gehen, wenn wir alle ein zusätzliches Auge auf unseren Temperament mit vollen Feuerdippen haben. Dort, ich glaube, die Aufnahme geht schon ein bisschen lange, ne? Seit dem 13. Part, glaube ich. Rief, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Es ist nur natürlich, dass manche Leute ihre Stärke durch die Anwendung von Synergie zur Schau stellen möchten. Aber ich finde, wahre Stärke besitzen diejenigen, die ihre Kräfte zu jeder Zeit unter Kontrolle haben. Geht das jetzt wieder gegen mich? Chiara, willst du damit etwas sagen, dass ich schwach bin? Natürlich bist du nicht schwach. Du bist immerhin der Nachkomme eines Krieger von Vale. Du wirst es noch weit bringen im Leben. Siehst du, Tyrell, Rief glaubt an dich. Also dräng dich an. Gut, dann lass uns weitergehen. Der Weg nach Norden ist noch lang. Okay. 3 Minuten geht er ja fast, dieser Part. Beziehungsweise diese Aufnahme geht schon ziemlich lange, wie gesagt, nach den 13 Part. Und ich muss jetzt echt eine Aufnahmepause machen. Ihr seht, ich kann die Texte kaum noch lesen. Deswegen werde ich diese Pause machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So, ich bin wieder da zu unserem Let's Play. 3 Minuten sind schon vergangen. Jetzt wird Zeit, dass wir uns hier mal genügend umgucken. Ist ja auch eine schöne Stadt und vor allem eine große. Vor allen Dingen müssen wir jetzt anfangen, Rief einzukleiden. Hereinspaziert, werft doch einen Blick auf unser breites Waffensortiment. Ein Hexenstab gibt's hier. Als Artefakt. Kostet aber auch, aber ist für Rief eigentlich ganz gut. Ja. Und vor allen Dingen haben wir auch das Geld dazu. Gut, und dann nimmst du mal. Dann bist du gerüstet. Ein Holzstapel kann weg. Gut. Sehen wir uns nochmal an, was du sonst noch zu bieten hast. Okay, das könnte Chiara noch verstärken, aber bringt nichts. Nee, das brauchen wir nicht. Wir sind stärker. Und zum Schild, was haben wir denn hier? Rüstung, hast du hier was? Nein, das ist kein Artefakt. Das könnte uns helfen, zumindest mir. Ja, aber können wir uns einiges kaufen. Wir haben genug Geld und wir müssen das auch nutzen. Ach so. Ah, das können wir ja jetzt mal machen. Gut, gut, gut. Ich weiß, was gemeint ist. Ich bin so voll. Hier. Alles voll hier. Das Buch des Wissens gebe ich einfach mal Rief. Der kennt sich ja damit aus und so. Passierschein-Tau ihm auch zu. Auch die Heldenchronik. Ich habe eigentlich keine Lust, weitere Heldenchroniken zu suchen. Es gibt ja noch mehr. Oh, das war doof. Das kann ich ja gleich beigeben. Eine Nuss gebe ich dir, Tyrell. Passt doch. Ich meine, halt gerade eine Münze. Wem gebe ich das denn? Ich gebe es dir. Ein Kraftbrot, das gebe ich dir. Gut, damit wäre das eigentlich alles schon genug verteilt. Obwohl, ich habe ja noch was. Das müssen wir noch verkaufen.
Das machen wir auch gleich. Ich glaube, wir sind hier im falschen Laden dafür. Na gut, egal. So, das wollte ich kaufen. Ja, und wir können es ja gleich wieder weiterverkaufen. Und hier. Das ist doch gut für Chiara. Und das kannst du auch gleich wieder verkaufen. Obwohl, das ist sogar noch besser hier. Ach, dann kaufe ich jetzt zweimal für Chiara und für Riff. Na gut, habe ich eben ganz umsonst gekauft da. Ah, egal, wir haben genug Geld, wir lernen ja dazu. So. Die können wir auch gebrauchen. Also, Chiara und Riff können das uns gebrauchen. Könnt ihr das gleich wieder verkaufen? Also, los. Schön, dass man so schön vorspulen kann. Das hier, Kopfstein. Okay, das kaufe ich zweimal. Für mich und Tyrell. Noch einmal für Tyrell, bitte. Lass ich mal einkleiden. Nicht, dass wir nicht gewappnet sind für die nächsten Kämpfe. Und das kannst du gebrauchen. Du hast das ja schon. 1004 haben wir noch und kriegen noch mehr. Okay. Eingekleidet. Können wir hier das Schwert verkaufen? Macht eigentlich keinen Sinn, aber... Ach, tatsächlich. Schön. Was habt ihr denn so? Habt ihr ein Langschwert hast du auch noch? Okay. Ein Baumwollhemd kannst du auch verkaufen. Und du? Hast nichts. Okay, das war's dann mit dem Einkleiden. Sehen wir uns doch einfach mal weiter um, denn hier gibt's ja auch noch einen Djinn. Oder besser gesagt zwei, aber den einen können wir jetzt noch nicht kriegen. Dafür sind wir noch nicht so weit. Dafür fehlt uns Synergie. Das ist, glaube ich, der, der da oben wohnt, im Haus oder so. Ein Djinn, der im Haus wohnt, okay. Das ist echt modern hier. Für so eine antike Ruine. Respekt. Okay, okay, okay. Dann gucke ich mal eine Weile rum. Hier ist diese Art Herberge oder so ähnlich. Das braucht man eigentlich nicht einführen, wenn man die Synergiepunkte sich davon selber auffüllen und man damit die KP wieder heilen kann. Also, macht doch keinen Sinn. Aber hier wird es interessant. Weissagungen und Deutungen, bitte eintreten. Das können wir uns mal angucken. Das sind zweimal Weissagungen, einmal hier in der Kristallkugel und dann noch hier im Spiegel, Wasserspiegel oder so ähnlich. Du sprichst mit Nemo. Meine magische Wasserschüssel lässt mich deine Zukunft sehen. Soll ich einen Blick wagen? Wer bist du denn überhaupt? Nemo. Diese Weissagerin lebt mit ihrer Partnerin Namu in Harappa. Ihr einziges Talent ist es, die nahe Zukunft vorherzusagen, deren Bilder sie auf der Wasseroberfläche projiziert. Ihren Namen hat sie abgeleitet von einem Fisch, der aus einem Film kommt. Okay, interessant. Dann wirf 5 Münzen in die Kiste. Ach, 5 Münzen, das ist viel zu teuer. Komm, einer mit. Ich glaube, bei anderen ist es umsonst das erste Mal. Na gut. Möchtest du unserer Sekte beitreten? Nein, danke. Ich sehe ein Labyrinth, gefangen im Würgegriff einer Schlange. Der Eingang wird euch verwehrt bleiben. Zumindest so lange, bis ihr über die Macht verfügt, den wahren Weg ins Innere des Labyrinths zu erkennen. Damit liegt sie sogar richtig. Ich weiß schon, welches Labyrinth gemeint ist. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Diese Macht stammt von einem Relikt, doch sein Träger lebt verborgen unter den Wurzeln eines uralten Baumes. Die spoilert total! Was soll denn das? Zwei bösartige Generäle werden euch den Weg zu diesem Baum versperren und das ist alles, was ich sehe. Na, jedenfalls danke. Was mit anderen hier? Namu, bist du neu in der Gegend? Dann erlaube mir, Namu, dir deine Zukunft vorherzusagen. Namu, diese Wahrsagerin lebt mit ihrer Partnerin Nemo in Harappa. Sie hat die Fähigkeit, Ereignisse in der fernen Zukunft vorauszusagen, indem sie ihre mentale Energie in einen Kristall leitet. Also hat eine Ähnlichkeit mit Synergie, oder nicht? Das erste Mal ist kostenlos. Toll. Njam, 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 njam. Ein wildes Monster, unendliche Dunkelheit. Ich sehe eine Zukunft voller Angst und Schrecken. Oh, ist dies das Ende der alten Welt? Oder vielleicht der Anfang vom Ende unserer? Okay. Ja.
Klasse. Super. Nu? Du bist umgeben von einer Aura des Unglücks. Bitte verlasse dieses Zelt. Okay. Namu spricht die Wahrheit. Ihr Kristall kann die Zukunft vorhersagen. Manche Leute halten das für eine reine Schwindelei, aber ich glaube fest daran. Okay. Soll ich das jetzt positiv halten? Ich glaube eher nicht. Macht doch keinen Sinn. Hier ist ein Friedhof. So, dann können wir jetzt hier reingehen. Zu dem Typ, aber da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Ich möchte nur die Treppe hoch. Damit wir zu neuen Arten gelangen können. Ist hier was drin? Tatsächlich. Ein Öltropfen. Ich weiß noch nicht, ob... Ich habe noch niemals einen Öltropfen gebraucht. Kann ich hier so rüberspringen? Nee, dazu brauche ich... Die Synergie. Nutze sie, Riff. Nutze sie. Ja. Okay, das heißt, wir können jetzt hier rüberspringen, ohne einen heißen Hintern zu kriegen. Und wir können nach vorne gehen. Von den... Zu den Ruinen von Harappa. Und da vorne dürfte was sein. Ein Mastchen. Hallöle. Schön, dich zu sehen. Mastchen Fjur ist nun Flugbar Sepinitar. Fjur. Dieser Geist lebt in Harappa und hat ein fröhliches Wesen. Sein Tanz sieht so lustig aus, dass alle, die ihn sehen, urplötzlich vor Mut und Kraft strotzen. Oh, so, jetzt können wir was sehen. Entschuldigung, sollte es schief sein, aber das ist... So kurz, immer wenn ich im oberen Bildschirm bin, das ist nicht so wichtig, glaube ich. Sieht doch ziemlich trocken aus da, ne? Jedenfalls, wir haben unseren nächsten Mastchen. Ah, und da fällt mir gerade ein, dann können wir ihn auch gleich dem Tyrell geben. Gut, dann gehen wir mal ganz legal zu den Ruinen von Harappa. Das muss ich aber erstmal wieder runterlaufen. Dauert ja nicht so lange. Aber noch können wir da nicht sehr viel ausrichten, glaube ich. Denn wir müssen noch etwas Bestimmtes an diesem Ort verändern. So. Gehen wir mal so hin. Ganz altmodisch. So, dann könnte man... Kann ich hier lang? Ja, ich kann hier lang. Okay. Wir können erst später wirklich... Da ist ja auch eine Höhle. Oder zumindest der Eingang zur Ruine. Da können wir noch nicht rein. Das geht erst später. Weil wir da irgendwie hochgelangen müssen. Das ist der Eingang. Der Eingang. So. Da wird später noch was passieren. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Gut, ich glaube, Harappa haben wir jetzt eigentlich zu Genüge erkundet. Oder wie meint ihr das? Reicht euch das schon? Ups. Ein paar Minütchen habe ich ja noch. So, jedenfalls, ich kann euch schon mal vorab was sagen, falls ihr schon wissen wollt. Ich muss erst mal hin. Wie wir zum anderen Djinn gelangen, das geht ja noch nicht. Dazu brauchen wir eine andere Synergie. Also da oben ist er drin. Das heißt, wir springen hier rauf. Und dann müssen wir hier irgendwie raufgelangen auf diese Mauer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr richtig wie. Ich glaube, hier ist doch irgendwo so eine Wasserpfütze irgendwann, die wir dann zu Eis erstarren können. Die dann so aussieht wie das Ding hier. Da können wir da rum drauf jumpen. Die ganze Mauer werden wir dann vorab laufen. Diese Mauer da entlang. So. Bis hier zum Ausgang. Die Sache ist folgende. Da ist doch irgendwo noch die Möglichkeit, da können wir irgendwo Wachstum einsetzen. Auf der anderen Seite. Können wir erst, sobald es Nacht geworden ist. Denn dann schließt sich automatisch diese Mauer da, die wir gerade betreten haben. Die Stadt war letztendlich gar nicht so übel. Ich bin fast ein wenig traurig, dass wir schon wieder gehen müssen. Welchen Weg schlagen wir jetzt ein, Rief? Es gibt eine Stadt namens Passai, in den Bergen nördlich von hier. Ich würde vorschlagen, dass wir uns dort umhören. Passai, die Stadt der Schmiede, deren Name vom Wort Passage abgeleitet ist. Aha, interessant. Eine Stadt in den Bergen? Vielleicht führt uns dort auch ein Weg nach Norden über das Kirin-Gebirge. Es scheint in der Tat einen zu geben. Aber Meister Kraden und ich sind damals umgekehrt, ohne einen Weg beschritten zu haben. Hey, womöglich ist das auch der gefährliche Weg, den Tusu erwähnt hat. Oh, das ist gut möglich. Toll, Rief. Hättest du nicht gleich sagen können, dass du eine Stadt kennst, von der aus man die Berge überqueren kann? Tut mir leid, ich habe nicht sofort an Passai gedacht, da der Weg über die Berge damals blockiert war. Wer weiß, mit ein wenig Glück ist er vielleicht jetzt wieder begehbar. Wir sollten uns diese Stadt zumindest mal ansehen. Okay, dann werden wir es tun. Aber auf dem Weg dahin werden wir uns erst im nächsten Part begeben. Also, bis dann.